So, da bin ich schon wieder zurück. Nämlich, es gibt zum Glück Herausforderungen. Wir haben lange drauf gewartet, weil wir wissen ja, letzte Woche kam ja leider keine. Zurzeit haben wir halt wirklich nur den Job täglich und die Tagesaufgabe. Aber jetzt kommen wenigstens mal schon mal zwei Aufgaben für heute. Ich werde euch natürlich jede Aufgabe nochmal zeigen, wie ihr da am besten vorgeht. Kurz in eigener Sache, ihr wisst ja, unten steht ja der Code. Für alle neuen, alle 10 Abonnenten kommt unten eine Zahl hinzu. Die Fragezeichen müsst ihr selber erraten. Aber wie gesagt, alle 10 Abonnenten kommt eine Zahl hinzu. Bei 460 Abonnenten kommt die sechste Zahl hinzu. Bei 470 Abonnenten kommt die siebte Zahl hinzu und so weiter und so weiter. Wenn du wissen willst, wie das mit dem Gewinnspiel genau abläuft, einfach in der Videobeschreibung nachgucken. Da habe ich halt, wie gesagt, ein extra Video gemacht, wo ich mich einmal vorstelle und das mit dem Code nochmal genau erkläre, wie, was, wo und so weiter. So, wir haben Aufgaben. Wir machen als erstes, weil die am schnellsten eigentlich rum sein sollte, füge Gegnern Schaden zu. So, ein ganze 2500. Dafür kriegen wir auch 2500 EP. Das ist eigentlich ganz nice, würde ich sagen. Wir gehen dafür einfach in Gruppenkeile. Einfach Gruppenkeile. Weil da ist es eigentlich am ganz entspanntesten. Man kann immer wieder respawnen und gerade in der Endphase, am Anfang wird die natürlich nicht so viel Schaden machen, aber erstmal gemütlich looten gehen und dann geht man so ganz gemütlich in die Endzone und ab da dürfte es eigentlich kein Problem sein. Behaupte ich jetzt mal einfach so, aber zur Not, wenn ihr es nicht in einer Runde schafft, macht es halt nochmal in der zweiten Runde oder spielt einfach ganz normal weiter, macht die andere Aufgabe mit Retail Row und so, aber dazu komme ich ja im nächsten Video. Ich mache halt immer alles einzeln für euch, damit ihr natürlich auch nur die Aufgabe, die ihr gerade machen wollt, dazu auch die Informationen bekommt. So, und wie gesagt, wenn ich dir irgendwie schon mal helfen konnte oder du mich schon öfters gesehen hast, lass mir doch gerne ein Abo da. Es hilft dir. Du hast die Chance, jedes Video zu sehen, wo unten der Code sich verändern könnte und die anderen profitieren auch davon und ich natürlich auch. So, würde ich mal sagen, gehen wir mal rein. Gehen wir auch mal direkt rein, weil wir haben nämlich noch die Aufgabe mit den Munitionskisten. Daher muss ich da eh nochmal. Haben die Zone hier? Nee. Aber Zone ist auch nicht schlimm. Selbst wenn wir sterben, wir landen dann direkt in der Zone. Von daher ist es nie schlimm, wenn ihr da quasi nicht direkt in der Zone seid. Lootet halt einfach in Ruhe alles fertig. Und der Rest kommt sowieso von alleine. So, ich gehe nämlich jetzt erstmal auf Munitionskistenjagd, weil mir die wie gesagt noch fehlen. Aber wir kommen halt ruckzuck zu der Aufgabe. Wie gesagt, es ist einfach ein Selbstläufer. Wir werden gerade mal ein bisschen Leben holen. Zack. So. Bei meinem Glück ist jetzt hier nicht eine Munitionskiste. Steht hier draußen eine? Nein, da ist auch keine. Gehen wir mal runter. Ah, mein Plan war eigentlich ein anderer. Aber für die Munitionskisten sollte man eigentlich auch bei dem Block landen. Eine einzige oder was? Was ist denn hier für ein Kackgebiet? Außer Sternschnuppen, nichts hier oder was? Ja, normale Kisten ist schön und gut. Ne, holen wir die mit. Müssen da auch Munitionskisten sein. Selbst unter der Treppe ist keine. Da hole ich doch lieber die mit, auch wenn sie nur blau ist. Ach, grün ist. Bin ich jetzt verwirrt? Gibt es hier keine Munitionskisten oder wie? Oh, da holt man natürlich die mit.
bin gerade echt am Zweifeln. Ich glaube, hier gibt es keine Verbände und auch keine Munitionskisten. Haben die das jetzt auch schon rausgeholt oder wie? Ich meine, mit den Munitionskisten, das kann ich auch später machen. Aber ich dachte eigentlich, ich könnte das easy verbinden. Aber es scheint irgendwie, glaube ich, einfach keine zu geben. Gucken jetzt gerade nochmal das Haus durch. Und dann gehen wir auch schon in die Endzone, damit wir einfach schon mal anfangen können, Schaden zu farmen quasi. Na, ich glaube, Munitionskisten gibt es in Gruppenkeile auch nicht. Hier wäre safe eine Kiste gewesen. Wie gesagt, macht euch keinen Stress. Einmal sterben und ihr seid sowieso in der Endzone. Von daher alles entspannt. Da hole ich aber das Große mit. So, gucken wir gerade noch, ob wir irgendwas haben in den Sternschnuppen. Weil die Sternschnuppen kann ich euch natürlich auch empfehlen, weil da ist einfach immer guter Loot drin eigentlich. Ja, schon mal eine Sniper. Aber Snipen dauert einfach zu lange. Wir haben uns noch gerade den zweiten Biggie mit. Dann sind wir übrigens gleich schon direkt wieder voll. So, gerade noch ein bisschen Metz. Ah, hier sind Sternschnuppen. Zack. Irgendwie nichts, was ich brauche. Das denn? Ach, da war ich ja eben wegen der Schnellstube. Eieieiei. Bin ich vergesslich. So, gerade nochmal schnell auf Krampf gucken, ob was im Keller ist. Ah doch, es gibt Munitionskisten. Aber anscheinend hier nicht wirklich. Also was Munitionskisten betrifft, ist das wirklich ein Kackort. Wahrscheinlich wegen den Sternschnuppen. So, wo können wir denn dann direkt landen? Dann gucken, wo er uns rausschmeißt. Ich weiß gar nicht, ob in Salty groß einer war. Ja, natürlich. Ja, ja, das ist das beste Aim der Welt. Nein! Ja, 10% haben wir schon. Noch mehr als 10%. Aber wie gesagt, geht den Kämpfen halt nicht so aus dem Weg. Aber es müsste eigentlich gehen, selbst wenn man nicht die Kills macht. Ja gut, hier ist natürlich jetzt blöd zu landen. Hier ist aber noch einer. Sache, ich mache hier auch nicht viel Radau. Einfach schnelle Schadenspunkte machen. So, gucken, wo ist denn hier noch einer? Ist hier noch einer am Rumtoren? So, wie viel haben wir jetzt? Ja, das kriege ich noch nicht mal angezeigt. Ich hasse das, dass es nie da angezeigt wird. Da könnten die doch auch die Aufgabe hinmachen. Kommt darauf selber raus. Ja, ich kann mir einen Busch mitholen.
Kampach. So, gucken, ob wir einen finden, der irgendwo rumgammelt. Aber egal, 40 Punkte schon mal definitiv. Ach, er ist da unten. Oh, auf so eine Scheiße habe ich jetzt eigentlich überhaupt keinen Bock. Und halt eine Zeit auf andere Schaden. Wie lange willst du denn jetzt da unten rumgabeln? Meine Güte. Ne, das ist mir zu nervig hier mit dem. Eigentlich auf totale Zeitverschwendung jetzt mit dem. Können die nicht mal Leben erleben haben? Ah, ich glaube, in einer Runde wird es doch schwieriger. Da ist einer von uns drin. Ich wollte gerade sagen, ey. Sterb doch nicht so schnell. War auch safe auf dem drauf. Luft aufgelöst aus. Also dicke Headshots wären mal nicht schlecht. Nur so kleine minimalistische Schadenspunkte, ey. Jetzt wieder oben.
denn hier einer? Hallo, bau doch da oben. Schmeckt. 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 Ach, 10 Kills, aber wenig Schaden. Wo ist er? Ja, doch hinter mir. Also wie ihr seht, 2 Runden müsst ihr wahrscheinlich spielen. Aber ich denke mal, das wird kein Problem sein. Ihr seid eh aktiv, von daher müsste das safe gehen. Geht der hin? Alter! Bauen gleich 0. So, jetzt hoffentlich gewinnen wir das Ding sogar noch. Wäre ich sehr zufrieden. Nicht einer. Ah, jetzt ist er rum. Und noch mit dem Sieg geschafft. So, wie gesagt, 1-2 Runden werdet ihr brauchen. Aber ich denke mal, hier ist eigentlich die schnellste Variante in meinen Augen. Oder ihr spielt halt Zone Wars, wenn ihr es einigermaßen drauf habt. Dann würde ich sogar behaupten, das ist die schnellste Lösung. Also in dem Sinne würde ich sagen, viel Spaß mit der Aufgabe. Die nächste Aufgabe werde ich gleich machen. In dem Sinne, haut rein.